Ja, guten Abend, liebe Gäste bei uns im Jazzkeller. Nach langer, langer Zeit mal wieder mit Publikum, aber natürlich eingeschränkt. Aber mal Ihnen vor allem ganz zu Beginn einen ganz großen Dank, dass Sie trotz dieser widrigen Situation, in die wir jetzt wieder gekommen sind, trotzdem diesen Abend hier bei uns verbringen, zum Konzert kommen. Und wir uns also natürlich riesig, riesig freuen, dass wir es überhaupt machen können. Es stand eigentlich bis gestern auf der Kippe, aber es hat geklappt. Und dass es überhaupt heute geklappt hat, dafür möchte ich mich in allererster Linie mal bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Jazzszene bedanken. Weil ohne die jetzt hätte es heute überhaupt nicht funktioniert. Das ist zum einen die Cemre Yilmaz, die heute zum ersten Mal das Bild macht. Wir werden das wieder aufzeichnen. Das ist mit ganz großer Unterstützung die Firma Events. Da ist ja Ulrich Thelen heute bei uns und macht bei uns die Technik. Es ist... Es ist zur Unterstützung auch von der Dieselstraße der Manfred Müller, der dort das Jazz-Programm macht. Ohne ihn hätte es heute überhaupt nicht stattgefunden, weil die Claudia krank ist und ich wäre allein damit gestanden und das hätte ich ganz sicherlich nicht hinbekommen. Also meine ganz lieben Dank. Und auch an der Theke der Marco, der gestern Abend um 22 Uhr erfahren hat und zugesagt hat, dass er das heute macht und die Getränke macht. Es ist ein tolles Miteinander im Jazz in Esslingen, ein wirklich auch in der Not, ein Miteinander und ein Zueinanderstehen. Und ich finde, das ist einfach mal wirklich eine ganz großartige Sache. Und das möchte ich auch mal zur Sprache bringen, weil alles andere wird immer gesagt. Aber dass wir uns untereinander auch immer wieder helfen, das kommt kaum zur Sprache. Also euch allen einen lieben Dank. So, natürlich können wir auch dieses Konzert könnten wir gar nicht machen, wenn wir nicht diese tolle Unterstützung und unsere Sponsoren hätten. Das ist zum einen das Kulturamt der Stadt Esslingen, das ist die Kreissparkasse, die Kieferorthopädie Dr. Merkle und Wohnbau Metzger. Dieses Konzert wird zusätzlich unterstützt vom Land Baden-Württemberg im Rahmen des Kultur trotz Abstand Projektes und präsentiert wird unsere Konzerte von der Esslinger Zeitung. Herr Kellmeier, ein herzliches Willkommen auch Ihnen. Ich habe oben ja schon gesagt und bitte Sie, die Abstandsregeln einzuhalten, die Masken bitte aufzulassen. Natürlich können wir etwas trinken, das ist kein Problem. Wir werden eine kleine Pause machen, damit wir nochmal Frischluft reinlassen. Wir haben hier jetzt im Jazzkeller eine neue Lüftung, mit der wir Frischluft von außen reinbekommen. Also auch das ist alles eigentlich sehr gut gewährleistet. Aber jetzt der Hauptakt heute Abend natürlich unsere Band Antonio Farao mit den Musikern aus Italien heute angereist und morgen wieder nach Italien zurück. Das einzige Konzert in Deutschland. Wir sind überglücklich, dass Sie gekommen sind, dass Sie das gemacht haben. Ein herzliches Willkommen, Antonio, Guido, Mai und Salim. Herzlich willkommen und Ihnen einen wunderbaren Abend.
Thank you.
Thank you very much. Thank you. Guido May on drums. Guido May. Amin Salim on bass. Antonio Ferro on piano. Thank you. Thank you. Not for me, no. Okay, so we started with the tune I wrote for my son called Evan. The record I did with Joe Lovano, Jacques Dejeunette in the 2015. Second one was Samba Step to Heaven. Actually, it was an arrangement I did in the record with Bob Berg. And the first time I played with Bob Berg was here. Really? Before the record, we did the record the day after. So great memories. I mean, anyway. So third one was Dolphin Dance. And this one was in a ballad I wrote for my son Dominique called Domi. And now I think we finished the first set. No. Huh? 10 minutes. So we will play one tune, 10 minutes. Start, please. Drum solo. Anyway, so we're going to play Black Inside. Let's see if we play 10 minutes. Okay, if it's not, we play another tune. Okay, thank you. We have a break after. So, 10 minutes break. Thank you. Thank you.
Thank you. One more. First set. 10 minutes? No. About. Thank you. Guido May, Amin Salim, Antonio Farao. We come back.